Willkommen zurück zu Let's Play SpongeBob, die Kreatur aus der großen Krabbe. Ich möchte mich jetzt erstmal ein bisschen um den Bonusbereich kümmern. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir jetzt alles denke. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen Geld im Shop ausgeben, wir haben ja erstmal genug. Und dann schaue ich mir mal an, was ich da jetzt freischalte. Ich habe keine Ahnung. Wird jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich muss es ja irgendwo mal tun. Also. Mal gucken, ob wir jetzt wieder irgendwas in die Galerie bekommen oder was. Monsterfilmkunst in den Tiefen der Riesenplankton-Galerie an. Okay, Tiefen der Riesenplankton-Galerie. Ist das jetzt hier Galerie oder wie sehe ich das? Kunst- und Musikgalerie. Zählt das jetzt dazu? Keine Ahnung. Ich will jetzt gerade mal ein bisschen rumgucken. Gegenstand nicht freigeschaltet, ist klar. Gegenstand nicht freigeschaltet. Ich verstehe nicht, wieso da rechts einfach mal zwei Dinger frei sind. Ein bisschen unlogisch, aber okay. Okay, hier haben wir den Patrick. Nummer Patricks. Das ist der gefürchtete Patrick, ne? Na, auf den werden wir gleich bestimmt wieder treffen. Also, was heißt gleich, aber... Ich gehe mal nicht davon aus, dass das Level mit SpongeBob noch so lange dauert. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch so ein paar Gegenstände hier zusammen sammeln für unser Bügelbrett da. Sind wir wieder auf der ersten Seite, okay. Ach, Quatsch, nein, ich will da bleiben. Menno. Wieder verkackt. Ich habe gerade noch gewusst, ja, ich muss an der 1 drücken, um wieder zum Shop zurückzukommen. Ach, kacke. Aber ich verstehe trotzdem nicht, wo mir das jetzt was gebracht hat. War das jetzt hier irgendwo, oder? Was haben wir hier? Bonusgegenstände aktivieren, was? Ach so, das war das, ja. Weiß ich auch immer noch nicht, wie das geht. Ich könnte mir vorstellen, dass man dafür vielleicht alle Schlafsamen braucht. Keine Ahnung. Würde auch so ein bisschen Sinn ergeben. Dann hätten die nämlich einen Sinn. Ich weiß es nicht. Gut, kaufen wir mal einfach wieder weiter. So bis 3000 auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Nicht nach unten gucken. Musik. Okay. Jetzt haben wir Musik. Dann gucke ich gleich mal, wo Musik ist. Das Konzept eines Bösewichts. Okay. Es geht eigentlich relativ fix. Ein Monsterfilmposter von den Machern der Fernsehserie. Monsterfilmposter? Okay. Wieso nicht? Ich hoffe, mir wird auch irgendwie angezeigt, wenn ich alle Extras habe. Besuche die Galerie, um psychedelische Grafiken von der hypnotischen Rennstrecke zu sehen. Okay, das heißt, jetzt haben wir irgendwelche Grafiken freigeschaltet. Definitiv. Das weiß ich jetzt also. Sind hier irgendwie nach Folgen geordnet oder so? Ach, hier ist auch Musik. Steht ja auch Kunst- und Musikgalerie, natürlich. Ach so, das sind Musikstücke. Jetzt verstehe ich das. Wo ich gerade gesagt habe, wieso sind da so Dinger frei? Was ist das? Ist das jetzt das, was ich bekommen habe? Ist das die Rennstrecke? Das ist nicht die Rennstrecke. Ich könnte es jetzt nicht identifizieren, was das ist, aber... Vielleicht komme ich da auch noch hin. Keine Ahnung. Oder ich kann mich einfach nicht mehr erinnern. Das kann auch sein. Und da ist das Musikstück, was wir bekommen haben. Naja gut, die hören und gucken wir uns alle später oder sowieso an. Aber okay, das hier ist vielleicht... Naja, wir haben auf jeden Fall jetzt irgendwas bekommen. Ich fände es schön, wenn hier wirklich stehen würde, von wegen hypnotische Rennstrecke und so. Wenn das so ein bisschen geordnet wäre, ist es bestimmt sogar... Das hier ist hypnotische Rennstrecke, oder? Und das hier ist das Filmposter. She came from Texas. Nicht schlecht. Gut, gut. Na, ich bin so doof. Abbrechen. Was passiert denn, wenn ich... Jetzt ist da irgend so ein Fail vor dem Spiel zu speichern. Na, okay. Ich habe schon wieder verpeilt, die Taste zu drücken, die ich drücken muss. Tut mir leid, wenn ihr es nicht vom Spiel seht, aber ich will jetzt hier gerade erstmal ein bisschen Extras freischalten und so. Weil wir schon so viele Sets hier haben oder wie auch immer die Dinger jetzt immer heißen. Ich nenne es einfach weiterhin Münzen, weil es ja auch Münzen sind. Ich habe noch keine Ahnung, wenn ihr jetzt den Part seht, ob ihr das jetzt am Donnerstag seht oder am Freitag. Heute ist übrigens Donnerstag. Ich hätte gestern quasi aufnehmen müssen, um dann heute Parts zu haben, aber ich hatte einfach keinen Bock und ich quäle mich nicht zu Aufnahmen.
Und ich hatte einfach verdammt Bock auf Spyro and the Dragonfly. Und deswegen habe ich da die erste Aufnahme gemacht und es lief eigentlich ganz gut. Am Ende war ich richtig gut gelaunt, muss ich sagen. In der Ausstellung zu Es kam aus Bikini Bottom gibt es eine Monsterfilm-Grafik. Okay, habe ich jetzt wieder ein Filmplakat? Das würde mich eigentlich interessieren, aber ich habe jetzt nicht Bock, da jetzt wieder hinzuschalten. Und dann werde ich sowieso wieder verpeilen, wie ich zurückkomme. Jetzt haben wir wieder diese psychedelischen Grafiken. Okay. Interessant. Schwierige Variante von Schrottsortierung. Ah, okay, das ist auch nicht schlecht, dass es solche Features gibt. Außerirdische intergalaktische Kunst von Raketenrodeo. Raketenrodeo, das hört sich schon richtig bescheuert an. Das ist Rodeo. Ich hasse diese Folge, ne? Rodeo in Texas. Außerirdische intergalaktische Kunst schon wieder. Es ist ja eine von den neueren und die gehen gar nicht. Dieses Real-Sandy, dieses Real-Eichhörnchen, das geht gar nicht, echt. Besuche die Galerie um psychedelische Grafiken. Jo, 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 okay. Wagst du es, ein Filmmonster in der Galerie zu besuchen? Ist es jetzt wieder so ein Filmmonster-Plakat oder ist es was anderes, weil da jetzt was anderes stand? Okay, wieso bekomme ich immer zweimal dasselbe hintereinander? Würde mich interessieren. Konzeptgrafiken von den armen Opfern des gefürchteten Patrick. hat das irgendwie auch, weil da kommen ja immer verschiedenfarbige Quallen. Musik von, das kam aus Bikini Bottom. Hat das irgendwas zu sagen, dass zum Beispiel blau nur Musik sind oder sowas? Okay, das war gerade zwar orange, aber ist ja egal. In der Galerie Monstergrafiken, okay. Monsterfilmgrafiken. Ja, wir schauen gleich einfach mal in die Galerie. Übergroße Burgerkunst, okay. Wieso nicht? Übergroße Burgerkunst, schnell zur Galerie. Na los! Schon wieder. Jelly Jumble heißt das Teil hier offensichtlich, okay. Ein Filmmonsterplakat, bla. Ja, aber diese ganzen Extras freizuschalten, das macht irgendwie schon Spaß, muss ich sagen. Schon wieder eine übergroße Burgerkunst. Heilige Kacke. Ein paar coole Klänge vom Raketenrodeo. Hör sie in der Jukebox an. Okay, später. Ich glaube, ich verballere jetzt erstmal wirklich meine ganzen Münzen, damit wir das wenigstens mal weg haben hier. Ich meine, ich denke mal, es gibt zwar kein Limit, wie viel wir tragen können, oder zumindest noch nie, also ich bin noch lange nicht da. Knifflige Variante des Bonusspiels Schrottsortierung. Das war's mit den Fließbändern, oder? Ich mag die Minispiele allgemein nicht so. Ah, jetzt haben wir ein Bonusspiel freigeschaltet, und zwar Meteor-Wahnsinn. Das erinnert mich gerade an Crash Nitro Kart. Meteorschlucht. Du kannst es spielen, wann immer du möchtest, okay. In die Bonusspiele werden wir sowieso später alle mal reinschauen. In alle. Monsterfilmkunst, okay. 1863 haben wir noch, okay. Neue Variante des Hüpfburgers, okay. Hüpfburger wandert. Das war aber nicht das, was ich zuerst gespielt habe, ne? Wo der sich immer umdreht, dieser Burger, oder was das war. Oder? Doch, ich glaube schon. Schau dir das neue Bild von Planktons Amoklauf an. Bevor du es zerstampfst. Okay. Whatever. Jetzt haben wir auch schon fast einen ganzen Part rum. Pronto zur Galerie, um mächtige Grafiken von Seesternmann zur Rettung zu sehen. Ja, mach ich doch gleich, Mensch. Oh, wir haben schon 10 Minuten rum. Heilige Kacke. In dem Part wird nicht viel passieren. Konzeptgrafiken des Krabbenburgers. Was werden die sich bloß als nächstes ausdenken? Also das wird hier quasi so ein Part, den keiner braucht, wo ich einfach nur Extras sammle. In der Ausstellung, es kam bla bla bla. Okay. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viele, deswegen kann ich das auch jetzt noch direkt machen. Musik Dieselträumen. Okay. Ich kann die Level sowieso nicht auseinanderhalten, gebe ich zu. Filmmonster-Plakat, bla. Ja, was denn? Ist das Musik? Okay. Dieses Es kam aus Bikini Bottom oder von Bikini Bottom oder was, wie das heißt. Habe ich die Episode schon oder kommt das noch? Also bin ich schon in dem Level gewesen? Bonusversion von Hüpfburger, okay. Aber ich finde es cool, dass SpongeBob immer andere Animationen hier hat. Dass er nicht immer gleich drückt. Also mal macht er die Animation, mal macht er es mit dem Arsch. Keine Ahnung. Neue Farbe für Planktons Atomaugenlaser freigeschaltet. Gib den Code Laser in das Cheat-Menü ein. Okay, das mache ich gleich mal. Laser. Interessant, dass man auch Cheat-Codes freischaltet. Hotrod Plankton beim Autorennen. Okay. Also merken, Laser. Übergroße Krabbenburgerkunst ist okay. Oder Burgerkunst stand da ja nur. Ziemlich schwierig, okay. Aber ich schalte hier nichts doppelt frei, ne? Schwierige Version oder so. Wäre kacke. Eine Kreatur aus dem Wurm. Okay.
So, zweimal können wir danach noch. Grafiken von Dorfbewohnern aus dem Wurm. Okay. Oder bin ich gerade in diesem Wurm? Ist das das? Mit SpongeBob. Das kann sein. Naja. Ja doch, ich bin doch jetzt in diesem Wurm, ne? Musik von Die Rache des riesigen Planktonmonsters. Ein Amoklauf in der Jukebox. Okay. Gut, ich würde sagen, dann gehen wir zurück und speichern erstmal das Spiel. Ich hätte mir auch vorher die Galerie angucken können, aber bevor ich das Wort Laser jetzt vergesse, schmeiße ich doch direkt mal hier in den Cheat-Dingens, Cheat-Code-Dingen da. Ich habe zwar keine Ahnung, was sich dann genau ändern wird, aber weil ich habe diesen Laser noch nie gesehen. Wahrscheinlich ist es auch erst für spätere Level oder so. Naja. Ich mach's trotzdem jetzt mal. Aber interessant, dass man hier diese Cheat-Codes... was? Ach so, okay. Ich dachte schon, ich brauche jetzt eine Tastatur oder so. Okay. Andersrum. Laser. Ja, genau. Nein. 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 Obwohl du schon. Oh, ey, ich krieg's gerade echt nicht geschissen. So. Meist halt langsam. So. Eine neue Farbe für Planktons Augenlaser, mit dem er mickrige Fischleute in die Rache des riesigen Planktonmonsters ausschalten kann. Abschalten kann. Abschließen. Abschießen. Ach so, kann. Okay. Ich hätte aber gerne noch die alte Farbe gesehen. Naja, okay. So, Bonus-Gegenstände aktivieren. Habe ich da jetzt irgendwas freigeschaltet? Würde mich interessieren. Ja, genau. Jetzt habe ich nämlich gedacht, dass da irgendwas war. Ach so, das ist die Augenlaser. Ach so. Okay, da könnte ich jetzt zwischen der Farbe wechseln, aber... Ich lasse die erstmal so und dann wechsle ich die später mal. Aber sonst habe ich hier leider noch überhaupt nichts freigeschaltet. Schade. Okay. Gut, dann gucken wir jetzt noch einmal kurz in die Galerie und dann werden wir auch mal weitermachen. Aber dann wird bestimmt schon wieder ein Part rum sein. In diesem Part wird bestimmt nichts mehr kommen. Muss ich wahrscheinlich täuschen. Aber es interessiert mich jetzt gerade, was ich jetzt so freigeschaltet habe. Es muss eigentlich einiges sein. Okay, da haben wir schon auf jeden Fall direkt einiges freigeschaltet. Auch immer an derselben Stelle. Das ist sehr interessant. Okay, jetzt nicht mehr. Hier haben wir noch gar nichts. Okay. Okay. Na gut. Ich würde sagen, das gucken wir uns alles dann später nochmal an. In Ruhe. Am Ende des Let's Plays wahrscheinlich. Wenn die Galerie dann nochmal vollständig ist. Und wir machen jetzt endlich mal weiter mit dem Spiel. Wie lange haben wir jetzt gebraucht hierfür? Ja, 13 Minuten. Komm, dann gönne ich euch noch ein paar Minuten hier von dem richtigen Spiel. Gut. Ja, Spielladen, ne? Bonusspiele könnten... Achso, nee, brauche ich wahrscheinlich gar nicht, oder? Ja! Ich glaube, ich habe es gerade missgebaut. Einfach nur weitermachen hier, oder? Kann man doch irgendwie... Freies Spiel... Story-Modus, genau, so. Spielladen, da kann man nur einen anderen Spielstand laden, ne? Okay. So, nicht weiter Zeit verschwenden hier. Wir sind wieder in diesem Wurm jetzt drin, glaube ich. Meine ich. Wir haben beim letzten Mal noch das Bügelbrett bekommen, soweit ich weiß. Es ist eine kaum bekannte Tatsache, dass Ochsenwürmer eine Vielzahl an Arten beherbergen, einschließlich Krabben, kleinen Fischen und schleimigen Dingern, die immer machen. Natürlich, okay. Aber der scheint doch relativ groß noch zu sein und lang. SpongeBob, das sieht aus, als könnte es funktionieren, im Gegensatz zu meiner Familie. Der große Käse hat gesagt, dass seine Frau immer hilfreich war. Und jetzt? Ist das genug? Können wir schon abheben? Bitte, bitte! Tut mir leid, SpongeBob. So einfach ist das nicht. Der Vogel ist noch nicht fertig. In der Nähe wohnt ein Erfinder. Du solltest mit ihm reden. Ach, genau. Das haben wir letztes Mal schon gesehen. Ich erinnere mich noch. Der alte Jenkins. Was? Ach so. Ach nee, also okay. Okay. Ich dachte, ich muss noch weiter nach oben. Dann halt nicht. Gut. So, sammeln wir direkt. Was ist das? Achso, okay. Okay. Was passiert jetzt? Okay, Plattform. Ihr hört wahrscheinlich voll, wie ich hier meinen Stick rumbreche. Konnte man sich hier nicht noch so... Nee, konnte man nicht. Es war Crash of the Titans, okay. was? Wo soll ich... Achso, okay. Sag mir das doch. Der Tor ist hier einfach zu. Kann ich jetzt rutschen oder so? Das wäre cool. Dann halt nicht. Okay, ich werde weggezoomt, weggebeamt. Du musst SpongeBob Schwammkopf sein. Wow, das ist erstaunlich. Woher wussten Sie das?
Ein Gerät zum Gedankenlesen? Geheimer Schwammsonar? Kleine fliegende Spionageroboter? Nein, der Häuptling hatte mich gerade angerufen. Wir nennen sowas Telefon. Tut mir leid, aber ich kann dir im Moment nicht helfen. Ich habe selbst Probleme. Was ist denn los? SpongeBob kann alles in Ordnung bringen. Ein paar Kreaturen haben meine drei Quallenbatterien gestohlen. Ich hasse diese Kreaturen. Und gerade als ich meine größte Erfindung einschalten wollte. Das würde ich gerne sehen. Wie wäre es, wenn ich die drei Batterien für Sie zurückhole? Helfen Sie mir dann, Teile für mein Flugzeug zu finden? Klingt nach einem fairen Tausch. Könnte jedoch knifflig werden. Die Monster haben sich mit den Batterien in meiner Werkstatt eingeschlossen. Keine Angst. Darum werde ich mich schon kümmern. Ich habe ein sehr gutes Gefühl dabei. Wieso kann ich nicht einfach neue Batterien besorgen? Ich glaube, es wird ein bisschen schnell. Ja, gut. Wir sind in einem Wurm drin und wollen ja eigentlich nur raus. Insofern wäre es, glaube ich, ein bisschen schwierig, hier irgendwo Batterien zu finden. Stimmt schon. Okay. Logik hat gewonnen. Komme ich da drüber? Ich könnte dir meinen Atomdosenöffner zeigen. Ah, vielleicht später. Sobald du diese Batterien. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ich laufe im Kreis, richtig? Okay, wollt ihr jetzt wissen. Ah, und hier sind die restlichen Kammern da. Okay, ich verstehe. Dann darf ich wieder tausendmal hier zurücklaufen. Hoffentlich werde ich wenigstens zurückgebeamt. Nicht, dass ich hier wirklich so zurücklaufen muss. Oh, das Tor geht zu. Was für eine Überraschung. Ist ja hier Zelda-Style. Ah, da sind schon wieder so fiese Krabben hier. Okay. Ah, Gott, hier wieder. Oh, ja, super. Und die springen direkt rein. Ist es hier eigentlich möglich, mehr Energie zu bekommen? Das wäre interessant zu wissen. Ich erinnere mich da halt an SpongeBob Eiskalt entwischt, wo man sich ja mehr Energie kaufen konnte. Okay. Gut, das ist jetzt nicht sonderlich schwer gewesen, aber gut, ist das Spiel allgemein nicht. Aber mir gefällt die Umgebung trotzdem nicht. Was ist das? Okay. Ich hätte eher mit Dynamit oder so gerechnet, aber okay.